LOL! LOL! Oh! Ja, Ball, bedienen die Scheibe als erstes. LOL! Ich bin oh, gefickt, direkt Alter. Voll, Alter! LOL, da fließt einfach noch mehr rein, so das Auto ist einfach doppelvoll. Doppelvoll. So, da war Chino die Fersen. Doppelvoll muss los. Nee, nee. Fuck. Prügel dich jetzt da raus, Junge. Ja, Mann, Alter, wie ich dir eine gegeben hab. Oh, Mann. Jawohl. Boah, kann ich jetzt Heli fliegen, Alter? Als ob. Oh, lol, die gehört auch dazu. Lol. Alter, ich bin da übel gegangen, KSK, Junge. Ich bin über GSG 9, guck dir das mal an, Alter. Du bist ein dreckiger Verräter, Alter. Digga, ich spring auf den Heli gleich, Alter. Du bist ein dreckiger Verräter, weißt du das? Boah, ich kann sogar schießen, aber ich will nicht schießen auf dich. Boah, du dreckiger Verräter. Du Untermensch. Danke bei dir, Bro. Danke, Bro. Unsere Freundschaft hat sich gefestigt. Am Ende nur hast du mich nur verraten, du kleiner Huren. Ich hasse dich. Hör auf, auf mich zu schießen! Ich mach ja das Schiff nicht, aber ich schieße ja nicht auf dich, ich schieße nur auf die Engine. Boah! Ich bin menschlich enttäuscht von dir. Ego unter dem Bett vergessen. Boah, ich glaube, Alter, ich will nicht verlieren. Lol. Lol, yo, Alter. Crush wäre stolz auf mich, hätte ich dich getroffen. Dreckiger Verräter. Ich bin immer noch geschockt. Ich kann gar nicht. Ich kann eigentlich will ich dich anschreien, aber ich kann's nicht, weil ich immer noch so geschockt bin, dass du nach all dem, was wir durchgemacht haben, dass du mich so verraten hast. Boah, denk mal, wie geil ist, wenn du am Anfang die Meldung bekommst, ja, du verrätst ihn nachher, du bist ein Bulle, ne? Boah, ich hätte so, das wäre übel eskaliert, Alter. Ich hätte so am Ende gelacht, ne? Also mehr als jetzt. Dreckiger Untermensch. Boah, Rocky ist noch so ein 1 gegen 1 Schlagabtausch, Alter. Das ist eine einzige Enttäuschung, bist du. Alright, come on, hurry! Oh, die Stadt kommt mit. Ja, vor allem dann merkt man richtig, dass du es ernst meinst. Das ist nicht so, ich gehe alleine rein, so nach dem Motto, so ich rede mit ihm und wir denken uns das aus. Boah, in welcher Zeit spielt das, wenn er Vietnam-Zeit hat? Der 1900, war das 70 oder so, 60, 50, ich weiß nicht. Ja, genau. Der hat ja, das wäre das Krankenhaus, Alter. Ja, gibt ja einer, Alter. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! Schon leid, aber you know I can't mega, do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Schon ein Brett. Naja, die kurze Haare würde ich nicht. Achso, ich meinte mit Brett, dass das Spiel so ein Brett ist. Achso. Oh, jetzt erschieße ich dich, du kleiner Pisser, weil du mich verraten hast. How's it feel to stab ja, someone du guckst in den Spiegel, Alter. Lass es aus. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. Du hast schon mit der Taste, mit der You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Boah, das ist mies sauer, Alter. Ich bin auch sauer. Gesundheit. Oh, wir betteln uns, Alter. Was geht los, Junge? Wo bist du? Gotta find him. Can't let him get away. Had enough? I got plenty more bullets. Boah, ich hab übel Herzrasen, Digga. Fick dich. Wo bist du, Alter? Da. Guck, guck. God damn it!
LOL! Alter! Oh, du Huren. Dreckiger Verräter, du. Das Battle will ich nicht verlieren. Mieser Untermensch, Alter. Mieser Untermensch. Scheiß auf dich. Wie wir uns wegficken, Alter. Boah, du bist ein mieser Verräter, Alter. Boah, ich fick dich. Das Ding ist, ich bin auch noch viel weiter unten. Ja, Mann, ich hab gewonnen. Nein, hast du nicht. Ja! Oder kommt jetzt Schlagabtausch, Alter. Ich bin bei Bad Machine. Fucking disgust me, you pig. It's over. Mann. Kann man auch alleine zocken, glaube ich. Dann spielst du halt beide. Beziehungsweise der andere spielt dann im Computer oder so. Boah, ja, Schlagabtausch. Ja, Mann, boah, ich hab richtig, ich krieg nicht. Ah Mann, ich fall wieder ganz runter, weißt du? Pack mal live, Alter. Mann, jetzt geht weiter shooten, Alter. What the fuck? Halt, hä? Check's halt auch gerade gar nicht. Ey, ich kann kein Tactical Roll machen. Hä, wo ist das denn? Wir gucken nicht auf einem anderen Bildschirm, ne? Natürlich, Alter. Echt jetzt? Hä, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Hä? Boah, Alter. Das Problem, ich kann auch nicht. Ach, wo? Hä? Hä? Ach, da. Komm her, du Wichser! Nein! Du nicht das. Fuck, Mann! Ich hab dich erst gar nicht gesehen beim ersten Mal. Warum geh ich denn immer down? Ich will dich auch mal down schießen. Oh, shit, Alter. Kommt gleich wieder das E-Drück-Battle. Oh, oh nein, wem seine war das? Okay. Alter, es lebt irgendwas. Boah, ich bin übel bereit. Ich hab. Auch wenn ich das Tastatur bricht, das verliere ich nicht. Doch. Das wirst du verlieren. Ich hab schon Platz gemacht, falls wir jetzt E drücken müssen. Ich hab. Real Talk, ich hab wirklich gerade Platz gemacht. Falls jetzt das E-Battle kommt. Was muss ich machen? Ja, aber los! Hä, was muss ich denn machen? Ich halte das jetzt so lange, bis da irgendwas passiert, Alter. Ist mir egal. Hä, was muss ich denn machen? Bei mir steht überhaupt nichts. Achso, ich muss loslassen. Boah, yo! Ich krieg die übelsten Flashbacks, Alter! Die Faust Gottes, Alter. Junge, Vietnam-Flashbacks. Er geht nur zu zweit, okay. Aber genau, man kann den anderen, also wenn du das hast, kannst du jeden anderen einladen, der das nicht hat. Vor allem, man kann halt nicht mal ausweichen. Ey. Oh, da ist ein Alde. Ich hab dir vertraut. Ich hab dich mit zu meiner Familie genommen, du kleiner Bastard. Du hast die Geburt meines Kindes miterlebt. Oh Mann, ich kann es nicht ernsthaft nehmen gerade irgendwie. Du guckst aber deine Hose an, Alter, ist hier Plastik, Mann? Es ist nass, es regnet. Ja, aber das sieht halt übler Plastik aus, Alter. Ich hasse dich, red nicht mehr mit mir. Guck mal, Alter, mich da. Das willst du zerstören. Boah, ja, mal, jetzt kommt der. Oh! Boah, du Missgeburt, Alter. Alter, wie geil. Das ist der kleine Timmy. Guck mal, was für ein Spaß die hatten, was du. Du nimmst mir die Vater-Sohn-Momente, nimmst du mir jetzt weg. Dass du nicht mal ein schlechtes Gewissen hast. Ich feiere das gerade schon hart, Alter. Verräterischer Bastard. Ich gehe nicht nochmal in den Knast. Boah, sterbe ich. Boah, da siehst du mein Kampfgesicht, Junge. Boah, jetzt kommt Bad Machine safe, Alter. Das Verrätergesicht ist das gewesen. Alter, ich bin so bereit, ne? Das Gesicht eines Verräters. Eigentlich müsste ich gewinnen, du. Ich hab dich. Junge, auf geht's! Alter! Als ob du gewinnst! Ah, ich hab trainiert, Digga, ich sag's dir. Oh ja, Mann!
Ach du Scheiße. Oh, dieser Moment, Digga! Ich glaube, du hast auch einen Vorteil, weil du weniger Ding hattest. Weil du noch mehr Leben hattest als ich, weißt du? Deswegen habe ich bestimmt mehr gebraucht. Weil es ging mega langsam bei mir. Alter. Digga, ich habe dich erschossen. Okay, mein Herz blutet so wie du. Wichser, Alter. Eigentlich, Real Talk jetzt. Ohne Scheiß. Ich habe mir gedacht, wenn das Spiel zu Ende ist, suchen wir uns ein anderes Spiel, was wir als Koop durchspielen können. Aber ich habe jetzt gar keinen Bock, mit dir irgendwas Koop zu spielen, Alter. Selbst in der Storytechnik nicht vorgesehen, das wirst du mir bestimmt trotzdem verraten. Locke hättest du ins Bein schießen können. Stimmt, Alter. Ich wollte in die Eier ziehen, aber ich konnte ihn nicht bewegen. Real Talk, ich konnte echt nicht woanders hinziehen. Ist egal, ich sterbe lieber, bevor ich dachte, wir spielen nach dieses Strickspiel. Als ob ich dir die Hand gebe! Als ob ich dir die Hand gebe! Bruder, wenn wir... Nein! Verpiss dich! Ich geb dir nicht die Hand! Dreckige Missgeburt. Mach deine Hand weg! Ich raste aus, Alter! Ich geb dir nicht die Hand, ist mir scheiße. Komm, nimm die Donation an, hier. Nein, scheiße auf deine Hand. Das ist geil. Er hat mich verraten. Er hat mich verraten. Und jetzt hat er auf mich... Jetzt hat er mich erschossen. Schatz, der hat mich erschossen! Alter, dieser dreckige Verräter, ich krieg den nicht, ja, ist mir scheißegal. Und wenn wir morgen noch hier sitzen, du kriegst meine Hand nicht, du dreckiger. Er hat mich verraten, dann hat er mich ist nicht erschossen. Ist nicht schlimm, ich soll grad Schickenwings bekommen. Geht es dir gut? Oder warum schreist du hier die ganze Zeit so rum? Ja, oder du Spasti. Tut mir leid, dass der Schmerz so tief sitzt. Ja? Wir haben Menschen zusammen getötet. Weißt du was? Passiert, wenn man Menschen zusammen tötet? Das schweißt einen zusammen. Ja? Ja. Aber ich verblute irgendwann. Ich hab Zeit. Ich geb dir nicht die Hand. Ja, du bist ein dreckiger. Du willst ja später weg. Lass den PC halt an. Dreckiger, mieser Verräter. Wenn ich meine Subs, die weggehen. Ich sage auf jeden Fall, also Panda Propaganda heißt der junge Mann hier im Voice. Wir können auf jeden Fall mal so einen richtigen Hate-Kommentar auf seinem Ding. Auf Twitch kommentieren, aha. Ja, Bruder, du hast doch bestimmt. Keine Ahnung, irgendwo, wo man Facebook, Twitter oder so. Nö. Kann man doch bestimmt irgendwo kommentieren, so ein dreckiger, mieser Verräter. Guck mal, oh, schade. Boah, Alter, wie du die Hand hilfst, du bist ja richtig gefickt, Alter. Guck mal, du betest mich an. Boah. Guck mal, ich wichse. Oh, ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Ich liebe es. So, jetzt kannst du meine. Hier, nimm meine vollgewichste Hand, du dreckiger Untermensch. Ach, jetzt sterbe ich erst, ja? Ich lieg da seit 10 Minuten, aber erst als. Guck mal, deine Hand ist pures Gift für mich! Deine Freundschaft ist ein Scheißwert, Junge! Nimm mal deinen Arm an, Alter, was ist los mit dem Arm? Zum Glück hab ich mir nochmal eingewichst. Locker, deswegen Herzinfarkt. So ein mieser Verräter, Alter, ohne Scheiß. Das ist ein richtiger Titanic-Moment, Alter. Titanic-Moment, das ist so ein richtiger... Du bist Untergang richtig auf diesen Stank da im Wasser. Das ist so ein richtiger... so ein richtiger Verräter-Moment, wie bei Game of Thrones. Wie heißt der nochmal? Der, wo keine Eier mehr hat? Von den eisernen Inseln? Wie heißt der nochmal? Olaf. Dieser Verräter? Bei Game of Thrones? Oh Leute, ich fahr zu deiner Familie, Alter. Du dreckiger Hurensohn, lass meine Familie in Ruhe. Oh Mann. Da bist du, oder? Als ob ich das bin, Junge. Ich Alter, bin tot. Ey, denk mal, ich knall jetzt deine Alte, dann ist vorbei, Alter. Boah, ich bin fertig mit mir. Hey. Hi. Can I come in?
Sure. LOL. Hi. Jetzt kann ich mit deinem Sohn Basketball spielen. Ihr Pisser, du machst da noch Witze drüber, ey. Where's Leo? Linda, we need to talk. Fuck, Alter. Sei froh, dass das Community-Treffen letztes Wochenende war, ey. Wenn das dieses Wochenende wäre, Alex, ne? Boah, Alter. Why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Tja. It's about Leo. What about him? Boah, ist schon hart, Alter, irgendwie. Also jetzt finde ich es auch schon heftig. Trotzdem. Eigentlich echt heftig, das Ende. Da sieht man doch, wie es zusammenbricht oder so, ne? Schlag ihn! Schlag ihn! Gib ihm eine Ohrfeige! Schlag ihn. Schlag ihn. Er hat's verdient. Begrapsch mich schon so. Meinst du, er geht gleich runter auf die Knie oder was? Locker, also denk mal, du machst einen Scheiß. Ich glaube, hättest du mich gekillt, wärst du einfach so im Krankenhaus gegangen und so. Obwohl, ich glaube, dann hättest du. Go! Ich frage doch, ob es vielleicht überhaupt ein anderes Ende gäbe. Vielleicht wäre dann irgendwie Polizei gekommen, hätte ich auch erschossen. Ich glaube schon, dass es zwei Enden gibt. Das ist auf jeden Fall echt krasses Spiel, Alter. Wir können ja einen Dingpunkt laden, einen Kontrollpunkt und können umgekehrt machen. Ja, genau, da können wir echt noch machen. Aber wichtig ist, dass es passiert ist, dass du mich verraten hast. Mom! Hi, Sibi. Oh fuck, ist irgendwie runtergefallen. Digga, denk mal, du bist nicht tot, sondern bist jetzt untergetaucht. Digga, das wäre Mindgame. Das Ding ist, das habe ich am Anfang gedacht, aber der war doch gerade bei seiner Familie. Weißt du, was ich meine? Die wäre doch eingeweiht von Leo, die Familie. Als ob die nicht Bescheid wüsste, dass er noch am Leben ist. Alter, das wäre heftig. Nein, nein, nein. Er ist tot. Ja, vielleicht denkst du dann so, ja, für meinen Sohn ist das nicht gut oder so. Oder ich bin noch am Leben und töte dich jetzt. Junge, was ist das für ein Ende, Alter? Ich komm drauf klar. Ja, du hast jetzt Happy End oder was? Ja, ich knall dir halt jetzt. Ja. Hey, Carol. Ein Brief. Hier. Weißt du, das war mein Tipp? Du hast mich erschossen und ich gehe rette deine Liebe und du nimmst mein Leben, Alter. What's this? Na, rechts hast du noch sogar deinen Brief. It's my resignation from the bureau. It's over, Carol. Alter, ich hab gekündigt. I'm out. Please. Just give me one more chance. Noch einer, hast du nicht verdient, dreckiger Verräter. Julie? Er wird dich verraten, genauso wie mich. It's a beautiful name. Ja. Yeah. Junge, die kann doch keinen Pferdeschwanz widerstehen. Wenn ich selber entscheiden kann, dann hätte ich auch Bock irgendwie gehabt. Ich bin so menschlich enttäuscht von dir, Junge. Junge, ich seh schon kommen, Alter. Du hast jetzt richtigen Hate zu geben. Ich schwöre dir, das ist so wie diese Leute, die nicht von einem Filmcharakter unterscheiden können und dem Schauspieler. Und den auf der Straße sehen und Hass auf den haben. Ein als. So ist das gerade bei mir. Ich kann jetzt auch nicht mehr unterscheiden zwischen Spiel und Ding. Zwischen Spiel und Panda. Oh, Alter. Dreckiger, mieser Verräter. Guck mal, vielleicht mache ich jetzt noch einen Sohn und nenne den, wie heißt du nochmal? Wie heißt du dann? Leo oder so, ne? Ich hab den Namen schon vergessen, guck mal. Oder das gibt's ja wohl nicht, Alter. Ehrenlos, Alter. Panda ist ein richtiger. Junge, Junge, Junge. Panda kriegt erstmal bei mir im Chat einen Mann.
Hab ich sowieso schon. Ich kann ja sowieso nicht, hallo. Mein Account, die kommen hier auf meinen Account drauf. Caruso. Loving Father. Liebender Vater, hast du gehört? Eigentlich wolltest du erst Vincent spielen, ja, dann hättest du mich erschossen, dann hättest du auch so gelacht. Es geht nicht ums Erschießen. Locke hättest du dann auch so den Verrat. So. Es geht um den Verrat. Genau, ich spiele jetzt die Frau von ihm und lasche mich. Dann gebe ich nicht wieder und dann. Wenn wir wenigstens beide gestorben wären, weißt du, dann hätte ich so ein bisschen Genugtuung gehabt, aber so. Ich bin schon sauer auf dich. Alter, du bist halt echt gestorben. Ja. Bin halt echt gestorben. Kann ja daran liegen, dass du mich vielleicht erschossen hast. So eine fette Kugel in die Brust. In den meisten Fällen tötet das andere Menschen. Ja, das Ende einer wundervollen Ära geht nun zu Ende. Dieses Ende dieser Ära bedeutet auch gleichzeitig das Ende einer, ja, dachten wir, einer wunderbaren Freundschaft, die keine wunderbare Freundschaft war, sondern es war die ganze Zeit über Lug und Betrug. Man sollte sich an der Familie festhalten, niemals an Heuchlern und Verrätern. Das ist mein Tipp an euch alle da draußen. Ihr könnt viel mit anderen durchstehen, durchmachen, euch durch schlechte Scheiße durchkämpfen. Aber am Ende des Tages seid ihr euch nur selbst der Nächste. Behaltet euch das stets in Erinnerung, wie Freunde zu Feinden werden. Ah, heiß. Wie man verraten werden kann. Wie man am Ende für jeden alles gibt und selbst betrogen wird. Wie du übertreibst. Das bedeutet eine Freundschaft mit Panda. Verrat. Lügen. Betrug. Heucheleien. Und für was? Für was? Fame. Damit du deinen Job kündigst am Ende? Damit du nach Hause gehen kannst? Zu deiner Familie? Ich hatte auch eine Familie. Einen kleinen Sohn. Eine wunderschöne Frau. Wir hatten noch so viel vor. Und du hast uns das genommen. Ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Du dreckiger Verräter. Es ist schön gewesen. Wir hatten eine schöne Zeit. Ich dachte, das wäre was Besonderes gewesen. Aber es war es nicht. Zumindest für dich nicht. Diese Freundschaft war stets einseitig. Du hattest es nicht wertschätzen gewusst. Du machst gerade diesen schönen Moment kaputt. Willst du mir mitnehmen oder was? Nein, gib das Essen her. Das bedeutet Familie. Essen. Super. Ja? Liebe. Super. Das ist das Schöne im Leben. Wir hätten auch zusammen kochen können. Zusammen essen können. Deine Tochter und mein Sohn hätten zusammen spielen können. Von mir aus hätten sie auch Sex haben können. Aber jetzt ist das alles vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen wird. Hätte das nie gedacht. Hast du es? Können wir das überspringen? Hallo? Ich glaube, da kriege ich aber einen Anschluss von Crush, kann das sein?